Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Sender Steve. Moin! Es ist ewig lange her. Nee, warte mal. Ja! Dass ich mit dem Sender Steve fahren war. Und heute habe ich den Sender Steve Mattstreifen drauf gemacht. Er ist jetzt im Team Dirty Dan. Und wir radeln jetzt hoch. Und dann gehen wir auf den Trail. Es regnet. Perfekt. Da staubt es nicht, wie der Thomas immer sagt. Und ja, Ausdauertraining angesagt. Dann hast du hier verbissen gewesen, so lang. Ja, ich war auf der Baustelle und baue gerade Haus um. Kommt jetzt mal ein paar Track in den Garten. Ich kann nicht mehr. Ja, Steve hatte erst Krankheit, jetzt Haus umbauen. Hat jede Menge zu tun. Und wenn, bin ich nur Bikeparks gewöhnt, deswegen schiebe ich jetzt. Ja, aber vielleicht kann ich den Steve bald shutteln, aber ich will nicht zu viel verraten, Leute. Ach, ist das schön. Schön. Oh, Steinfeld. Oh ja. Verpiss dich mit Apfel! Eine kurze Sache an alle Leute, die immer kommentieren und so. Der Steve, ja, er ist jetzt so ein bisschen erwachsener geworden. Seriöser. Und seriöser. Er möchte unter die seriösen Mountainbiker ab sofort bitte nur noch mit Herr Sender ansprechen. Grüße gehen daraus an Marc. Ja, ihr habt gehört, Leute. Er heißt jetzt ab sofort nur noch Herr Sender. Außer für gute Freunde natürlich. Die können immer noch Sender Steve sagen, aber sonst bitte ab sofort mit Herr Sender. Wisst ihr Bescheid. Ich kann nicht fahren, denn mein Reifen ist platt. Bremsen von SRAM und die Discbrakes sind nackt. Verpiss dich mit Apfel, ich fahre bergab. Der Weg führt nach oben, die Milestones geknackt. Verpiss dich mit Apfel, ich fahre bergab. Der Weg führt nach oben, die Milestones geknackt. Live, short, stunned, Mountainbike lane von Ford. Stoked, Steinberg, rein, rein, Training. Trailberg auf, like, wow, stop. 5 in der Früh, stehe auf. Fuck, no sleep, auf der Strecke, denk an Lift. Pass, Parts sind teuer, brauch ein Nachlass. Gute Money in mein Mike. So, wir sind jetzt am Trail-Eingang, da hinten. Und das ist der Trail, wo ich wegen Steve die falsche Ausfahrt genommen habe und die Ninja-Rolle gemacht habe. Ja, der ist allerdings an vielen Stellen ein bisschen wurzelig, sehr flach, viel treten, aber nicht so schlimm. Mal halt mal gucken, wie sich das so anfühlt jetzt bei der Nässe. Aber egal, nur wer Matsch fährt, kann im Matsch fahren. Boah, der Sender Steve steht schon am Startpunkt. Oh, macht den Warm-up. Ich bin doch nicht so geschlagen. Ja, was soll ich denn sagen? Ja, muss man. Die hat Antifock. Da gucken wir gleich mal. Ich teste das mal einmal die. Senden wir mal los, oder? Ja, sendet. Sendet. Ich deut. Ah. Ah. Okay. Stark. Ah, hier ist sogar gar nicht mal so unnormal feucht. Eigentlich noch voll klar. Trotzdem. Jetzt nehmen wir mal die richtige Ausfahrt. Ich wusste nicht mehr so lang. Er ist gar nicht so nass. Eigentlich voll okay. Trail bergauf, like wow, stop. Trail bergauf, like wow, stop. 5 Uhr in der Früh, stehe auf. Fuck. Nein. Oder wir fahren jetzt einen Trail nochmal. Nein. Wir kombinieren die ja gleich eh irgendwann, ne? Ja. Scheiße. Hier ist Einstieg sozusagen. Ich glaube ja. Oh, gute Tretpassage am Anfang hier, ne? Och nee,
Nö. Ja. Hat mir so ein Trailhasser hier reingeschmissen. Oh, nice, Alter. Leute, ich sage euch eine Sache beim Sender Steve, ne? Auf Trails so ballert der immer richtig hart. Auf Trails bin ich safe langsamer. Deswegen lasse ich meinen Sender Steve immer vorfahren. Ich sehe aber nichts mehr. Ja, soll ich vorfahren? Ja, warte. Mir ist es egal. Aber nicht so schnell, ne? Die Kette, Junge! Okay. Schlamm! Alter! Okay, okay. Hier müssen wir eigentlich springen. Aber ist geil, oder? Ja, komm, wir fahren zurück und springen. Digga, die Reifen. Ich brauch den noch hinten eigentlich. Ein Double Dirty Dan. Ey, krass, der Trail ist cool. Der ist geil, oder? Wenn es trocken wäre, Junge. Ich hab ein bisschen Schiss, den zu springen, ne? Ja, vor allen Dingen. Das, Digga, das wird voller Einschlag. Vor allem ist auch nass. Junge, ich hab ein bisschen Schiss. Ja. Vielleicht bremse ich vorher nochmal ab. Da willst du warten, bis ich vorbei bin. Ich fahr dann rechts hoch. Ja, ich warte hier. Okay, let's go. Binde. Nicht schön, aber hat funktioniert, ne? Wir sind beide rüber. Das sieht halt von außen aus, als wäre es nichts. Ja. Wir müssten halt aktiv springen können. Ja, du musst halt eigentlich voll abziehen, aber egal. Ja, der war doch geil. Das ist ein geiler Trail, oder? Ja, voll. Der bockt so übelst. Bockt richtig. So, Uphill-Sektion. Haben einen echt coolen Trail gefunden. Keine Ahnung, warum wir den vorher nie gefahren sind. Fahren jetzt auf jeden Fall nochmal hoch, um den nochmal zu fahren. Dann kombinieren wir mit den anderen noch, ne? Okay. Oder? Ja. Ja. Übelst geil für so Fahrszenen von außen. Mit der richtigen Kamera so. Müssen wir eh mal machen, sowas. Technischer Uphill Trail, Leute. Ah, du machst mit, wie heißt das? Steinfeld mit Stöcken. Stockfeld, ne? Hier haben wir auch wieder von einigen netten Leuten ein Hindernis in den Weg bekommen, um Bunny Hops zu üben. Damit man halt, ja, bei Trailfahrten die Hindernisse ein bisschen überspringen kann. So. Aber Querwurzeln. Der Sender Steve lässt einfach wieder stehen hier. Also ich bin ein bisschen verbremst. Kein Problem. Junge, hier ist ein richtiger Anlieger drin. Reifen dann so, so, weg geht's so, genau, so gerutscht ist, ja, ja. Und das passiert einfach damit nicht. Wenn mit dem Maxis hätte mir schon viermal gelegen. Nicht machen, schön. Geht schon los, Alter. Mit dem Lenker erstmal den Dings hier mitgenommen. Die Bremse ist so laut, ich höre dich nicht.
Alter. Oh, oh, miese Querwurzeln. Ach, shit, Alter. Den habe ich mir in nass nicht zugetraut. Digga, so technisch habe ich den aber nicht in Erinnerung. Gar nicht, ey. Nein. Ja, wir laufen jetzt eh nicht wieder hoch. Rutschig? Das ist so eine schwierige Sache. Uphill, Vorderrad entlasten geht nicht so gut. Digga, so habe ich das nicht in Erinnerung hier. Jawohl. Ich bin noch nie so viel gerutscht. Das war aber jetzt auch irgendwie ganz anders als letztes Mal, ne? Ja. Digga, ging nur so. Das hat übelst Bock gemacht. Ja, war auch cool, mal so technisch, ne? Bisschen. Schade für die Uphill-Passagen. Die kommen so kurz, weißt du? Dass du keinen Gang dafür dann hast. Ja. Ha. Du musst halt vorher eigentlich schon den richtigen Gang haben. Ja. Dann geht das. Ich glaube hier. Ah, ich sehe gar nichts. Ich war voll ins Auge geklatscht. Meine Fresse. Oh. So Leute, wir sind nass und dreckig und wir fahren nach Hause. War eine coole Runde, mega geil, mal endlich hier mit dem Steve unterwegs zu sein. Sorry, mit dem Herrn Sender. Und ja, Leute, wir fahren jetzt nach Hause, legen uns trocken. Dann helfe ich dem Steve noch ein bisschen beim Umräumen zu Hause im Haus. Bis dahin Leute, haut rein, abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Video.